Go-Spezial. Innenstadt und Elektromobilität, das passt zusammen. Darum finden auch heuer wieder die Wiener Elektrotage im Herzen unserer Hauptstadt statt, auf dem Wiener Rathausplatz. Vom 13. bis 17. September bietet die Elektromobilität einen nachhaltigen Rahmen für ein Event der Superlative. Die Wiener Elektrotage sind das Event für einen nachhaltigen Lifestyle. Das Event elektrisiert im wahrsten Sinne des Wortes. Wir bieten kompetente Informationen zu einem sehr, sehr spannenden Thema, gute Unterhaltung und nachhaltige Kulinarik. Und das ist unser Erfolgsrezept. Kulinarik ist ein wichtiger Teil der Elektrotage. Die angesagtesten Foodtrucks sorgen für das leibliche Wohl. Das Angebot für die jüngsten Gäste ist vielfältig, stets spaßig und interessant. Und die Älteren, die bekommen am Rathausplatz die volle Dosis Elektromobilität verpasst, auch auf zwei Rädern. Vespa bringt die Elektrika, die den Italo-Charme genauso wie ihre Schwestern mit Verbrennungsmotor versprüht, allerdings ohne das charakteristische Zweitaktknattern. Ebenfalls italienisch und natürlich elektrisch ist der Piaggio Uno, der nicht nur mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis, sondern auch mit einem Akkuwechselsystem auftrumpft. Genauso wie der Seat Mo Performance. Aber auch für vierrädrige Schmankerln ist gesorgt. Audi bringt nicht nur das Kompakt-SUV Q4 e-tron, sondern auch den Sportler e-tron GT, der nicht nur mit Leistung, sondern auch mit anbetungswürdiger Optik besticht. Selbiges gilt auch für den Cupra Tavascan, Spaniens schnellsten Elektriker. Mit seinen scharfen Linien und maskulinen Zügen ist er genau das Gegenteil vom Fiat 600e, der kindlich, verspielt und vor allem freundlich dreinschaut. Wie der Fiat 600e haben auch Ford Mustang Mach-E und Explorer Ahnen mit Verbrennungsmotor. Und im jeweiligen Fall wird der Erbe elektrisch angetrieben. Der Mustang Mach-E erweitert Fords Pony-Car-Portfolio um ein fesches SUV. Im selben Segment, aber etwas rustikaler, ist der neue Ford Explorer. In Europa entwickelt, von Amerika inspiriert, mit charakteristisch kantigem Design. Noch kantiger kommt der Kia EV9 daher, der nicht nur mit seiner Größe, sondern auch mit seiner Technik beeindruckt. Der Mercedes EQT bringt das Segment der Hochdachkombis in die Elektromobilität. Klassische Mercedes-Benz-Attribute wie das Top-Infotainment-System und viel Komfort treffen auf ein immenses Platzangebot bei innenstadttauglichen Abmessungen. Mit Platz, Nutz- und Spaßfaktor überzeugt auch der Skoda Enyaq iV in der allradgetriebenen RS-Version. Knapp 300 PS finden über den Allradantrieb auf die Straße. Erkennbar ist der schnelle Tscheche an der auffälligen Farbgebung. Ein Publikumsmagnet am Rathausplatz dürfte der neue Smart werden. Hashtag One nennt sich der zum SUV herangewachsene Elektriker. Der trumpft mit stylischer Karosserie und wahlweise auch Allradantrieb auf. Volkswagen stellt, getreu dem Motto, aller guten Dinge sind drei, für jeden Geschmack ein Mitglied der ID-Familie auf den Rathausplatz. Der ID3 kommt in aufgefrischter Form. Ganz neu ist hingegen der ID7, der dank seiner flachen, windschnittigen Karosserie bis zu 700 Kilometer weit kommen soll. Für Großfamilien wiederum eignet sich der ID.Buzz und der strotzt nur so vor lauter guter Laune. Allerdings werden bei den Wiener Elektrotagen nicht nur modernste Pkw gezeigt, sondern auch Konzeptautos. Außerdem erfahren die Besucher alles über Ladeinfrastruktur und Sharing-Modelle sowie autonome Arten der Fortbewegung. Neben dem selbstfahrenden Taxi InuCab fällt hier besonders die autonome Drohne von FACC auf. Alles zum Thema E-Mobilität und nachhaltigem Lifestyle gibt es bei den Wiener Elektrotagen. Ganz viel gute Musik gibt es auch. Ich spiele dort, mein Name ist Lemo. Es ist gratis, kommt vorbei, ich freue mich drauf. Das ist meine